Herzlich willkommen bei der Klimazeit. In den vergangenen 200 Jahren wurde die Landwirtschaft in weiten Teilen der Welt regelrecht industrialisiert, vor allem um unsere Ernährung sicherzustellen. Aber das hat Folgen fürs Klima. Und auch die Landwirtschaft selbst hat enorm zu kämpfen mit den Folgen des Klimawandels, zum Beispiel durch Trockenheit. Europa hat laut der EU-Kopernikus-Studie im vergangenen Jahr den wärmsten Sommer seit Wetteraufzeichnungen erlebt. Und die weit verbreitete Trockenheit zwingt auch die Landwirtschaft zum Handeln, zum Beispiel mit resistenteren Sorten und anderen Anbaumethoden. Bei uns in Deutschland gibt es Menschen, die schon eine völlig neue Art der Landwirtschaft ausprobieren. Es ist ein großes Wagnis. Auf einer windumtosten Kuppe bei Obermoschel wollen junge Menschen eine besondere Landwirtschaft hochziehen. Und manchmal denke ich mir schon auch, was machen wir hier eigentlich? Janine Rabe und ihre Mitstreiter arbeiten hart an ihrem Traum einer regenerativen Landwirtschaft. Also Lebensmittel produzieren, ohne dabei das Ökosystem auszubeuten. Wir haben verschiedene Abholpunkte. In Mainz, Bad Kreuznach, demnächst auch noch in Ingelheim, Wiesbaden und hier am Hof. Und da holt man dann seine Kiste ab, bringt die leere Pfandkiste wieder hin und hat jede Woche frisches Gemüse das ganze Jahr. Das alles hier ist nicht nur ökologisch produziert, es steckt noch viel mehr dahinter. Das Gemüse wächst als Mischkultur auf kleinen Flächen, inspiriert von den Pariser Marktgärten des 19. Jahrhunderts. Hier wird Landwirtschaft neu gedacht, und zwar regenerativ. Die Natur ist Vorbild. Eine Landwirtschaft, die sich immer wieder selbst erneuert. Dazu gehört auch eine ökologische Baumschule, in der essbare Pflanzen wachsen. Die Bäumchen sind für ein sogenanntes Agroforstsystem vorgesehen, das sie hier aufbauen. Eine Kombination von Wald und Acker. Janine Rabe denkt oft zurück an die Zeit, als hier alles begann. Es war einfach kahler Acker und dann wachsen jetzt hier diverse Hecken mit über 100 Arten und dann diese ganzen Agroforstsysteme, wo halt natürlich irgendwann die Bäume auch so sein werden. Das wird wunderschön. Also und manchmal denke ich mir schon auch, was machen wir hier eigentlich? ja, es ist schon eine ganz schöne Nummer. Und ich bin froh, wenn wir so diese Anfangsjahre irgendwann hinter uns haben. Doch ein großes Problem haben sie noch vor sich. Den Kampf gegen die Trockenheit. Seit Wochen werden hier Rohre vergraben. Sie sollen das Regenwasser verteilen. Denn Wasser ist knapp auf dem Berg. Ja, das ist ein relativ komplexes System, wenn man diese ganzen Leitungen sieht, die hier überall aus der Erde gerade gucken, wo wir den Tiefbau machen. Das sind ein paar Kilometer Leitungen, die wir jetzt hier verlegt haben. Dann natürlich die Tröpfchenbewässerung der verschiedenen Betriebszweige, der Baumschule. Das ist schon ein ziemlich anspruchsvolles System. Der künstliche Teich wird bereits von der Natur vereinnahmt. Und genau das ist das Ziel. Hier oben soll sich ein vernetztes und robustes Ökosystem entwickeln. Janine Rabe will den Boden möglichst aufnahmefähig machen für den Regen. 2014 gab es hier in der Region auch starke Hochwasserereignisse, die wirklich Millionen Schäden hinterlassen haben. Und ja, dann eben den ganzen Oberboden mit abtragen und dann gibt es Schlammlawinen, die eben die ganzen Dörfer überfluten. Gegen Fluten und Dürren helfen Baumreihen in den Äckern und eine spezielle Neubelebung des Bodens, die sie akribisch planen. Zunächst wird am Computer die Niederschlagssituation analysiert. Die blau-schwarzen Linien zeigen, wohin Regen abfließt. Die roten Linien haben Janine Rabe und ihr Kollege eingefügt. Entlang dieser wollen sie Gräben anlegen, um das Wasser künftig besser auf der Ackerfläche zu verteilen. Keyline-Management nennt sich diese Technik, die sie auch gleich ausprobieren. Der Boden hier ist ausgelaugt nach Jahrzehnten der landwirtschaftlichen Ausbeutung und viel zu trocken. Der Test funktioniert schon mal. Zusätzlich kommt noch ein Tiefenlockerer in diesem Agroforstsystem zum Einsatz. Diese Spuren fahre ich jetzt ja auch auf dem Acker quasi immer wieder nach und sorge also auch auf dem Acker dafür, dass wenn Starkregen kommt, das Wasser dann auch erstmal in den Unterboden reinkommt. Der Tiefenlockerer bricht den Boden in der Tiefe auf, ohne ihn umzudrehen. Es gibt Orte auf der ganzen Welt, wo das erfolgreich angewendet wird, seit 20, 30, 40 Jahren. Und da müssen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen Gas geben. Das Wetter wird immer extremer, die Erde verändert sich ziemlich schnell um uns herum und da müssen wir halt auch anfangen, was zu verändern.
Der Hof Lebensberg. Er zeigt, dass Landwirtschaft, Klimaschutz und Naturschutz Hand in Hand gehen können. Das Julius-Kühn-Institut ist das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Und ich darf jetzt begrüßen Dr. Sandra Krengel-Horney. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Die Landwirtschaft hat ja doch eine Menge Herausforderungen sowieso schon. Aber was ist denn hinsichtlich des Klimawandels die größte Herausforderung, vor der sie steht? Auf jeden Fall die hohe Variabilität und die Unvorhersehbarkeit der Änderungen. Also wer ist betroffen, wie stark? Extremwetterlagen treten häufiger auf und intensiver. Da muss sich die Landwirtschaft anpassen. Widerstandsfähig werden, resilient gegenüber solchen Jahren mit eben schlechten Bedingungen, aber in guten Jahren auch Ertragspotenziale auszuschöpfen. Und ja, diesen Spagat zu machen, ist auf jeden Fall ziemlich schwierig. Die Anpassung an den Klimawandel, an die Extremwetterereignisse, wie kann sowas überhaupt aussehen? Also was kann man denn tatsächlich tun als Landwirt? Ja, also grundsätzlich natürlich den Anbau widerstandsfähiger gestalten, indem man zum Beispiel eben seine Fruchtarten diversifiziert. Das heißt also einfach ein breiteres Portfolio an Kulturen und Sorten anbaut, seine Anbauflächen entsprechend gestaltet, zum Beispiel so, dass es eben nicht so stark zu Erosionsereignissen kommt, dass eben die Gestaltung der Flächen dem vorbeugt. Natürlich gibt es auch Lösungen wie Versicherungslösungen, die werden viel werden viel genutzt, um Ertragsausfälle auch abzupuffern. Das sind alles Wege. Ja. Etwas abzusichern durch eine Versicherung ist ja finanziell gut für den Landwirt, aber dann hat man trotzdem nachher keinen Ertrag. Auch die Gesellschaft hat ja keinen Ertrag. Und wie sieht es aus mit dieser Vielfalt der möglichen Anbaupflanzen? Gibt es denn auch für alle einen Markt? Denn natürlich produziert der Landwirt ja auch, was nachher gekauft wird und wo man einen ordentlichen Preis erzielen kann. Denn das ist ja auch eine Schwierigkeit, wenn ich was anbaue, was nachher keiner haben will. Sehen Sie da noch Luft nach oben? Ja, auf jeden Fall. Also das ist eins der Grundprobleme, was immer wieder auch besprochen wird, wenn man über Diversifizierung redet, dass es für diese Kulturen auch Abseitsmärkte braucht. Da wird viel gemacht, also man forscht da an vielen Stellen und versucht diese Wertschöpfungsketten auszubauen, zu gestalten. Aber da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben und an allen, sage ich mal, wichtigen Stellen muss dann noch gearbeitet werden im Bereich der Wissenschaft, eben zum Beispiel auch Nutzungsformen zu entwickeln, Kulturpflanzen zu entwickeln, die für die Nutzung geeignet sind, aber auch auf Konsumentenseite eben das Bewusstsein zu schaffen, was es auch für einen Vorteil hat, solche Kulturarten auch zu konsumieren zum Beispiel, wenn es um Produkte geht. Da ist noch eine Menge Arbeit zu tun, auch noch einiges zu forschen. Und die Landwirte haben da keine einfache Antwort, die sie finden können. Vielen Dank an dieser Stelle, Frau Dr. Krengel-Horney. Danke, auch von meiner Seite. Findige Köpfe haben sich gefragt, wenn Gemüse in der Breite nicht wachsen kann, kann das dann nicht in die Höhe wachsen? Das sogenannte Vertical Farming, also der Anbau auf verschiedenen Ebenen, entwickelt sich zum Trend. In Dänemark zum Beispiel, da steht Europas größte vertikale Gemüsefarm, 14 Etagen hoch, Hightech mit 24 Stunden Klimasteuerung und Beleuchtung. Es kann ganzjährig geerntet werden und betrieben wird es komplett mit Windenergie. Auf 7000 Quadratmeter Fläche werden rund 1000 Tonnen Gemüse pro Jahr produziert. Wer aus der Branche kommt, weiß, dass das enorm ist. Aber so etwas geht nicht nur in Dänemark, sondern vielleicht auch bald in Dubai. Aussaat von Blattsalat in sterilem Schaumstoff. Ohne Erde, ohne Sonne. Bushara Parambia setzt einen Samen in jedes Loch. Hunderte Male. Ein quälend langsamer Prozess. Die Biochemikerin aus Indien darf die klinisch reine Halle nur mit Kittel, Handschuhen und Mundschutz betreten. Über 5 Stockwerke sprießen in nur 2 Wochen tausende Pflanzen. Keime, Pilze und Insekten müssen draußen bleiben. Nichts wird dem Zufall überlassen. Wir kümmern uns um sie und peppeln sie wie unsere Babys hoch.
Nach einer gewissen Zeit kommen sie in eine andere Halle, zu den größeren, wie bei menschlichen Babys auch. Wir kümmern uns um die Pflanzen, wie um unsere Kinder. Sind sie groß, werden sie in Dubai abgesetzt. Der Bedarf an frischem Gemüse ist enorm in der Glitzerstadt am Golf. 80% wird bislang importiert. Zu hohen Kosten für die Umwelt. Ein Anbau in der Wüste am Rande der Millionenmetropole ist kaum möglich. Staubtrockene Böden, Temperaturen bis zu 55 Grad. Süßwasser ist rar und teuer. Gemüse aus der Fabrik deshalb ein Ansatz in den Emiraten, der Sinn zu machen scheint. In nur 6 Monaten wurde die weltgrößte vertikale Farm aus dem Wüstensand gestampft. Seit Juni ist sie in Betrieb. Ein Symbol der Effizienz, der Unabhängigkeit. Im Kontrollraum laufen alle Daten auf, rund um die Uhr. Robert Fellows will die perfekte Gemüseproduktion. Rein und sauber, ohne Risiken, wie der Chef der Farm verspricht. Wir setzen keine Insektizide, keine Herbizide, keine Pestizide ein. Unsere Produkte sind vollständig frei davon. In der konventionellen Landwirtschaft kann das die Produkte und auch die Böden gefährden. Wir können mehrere Ernten garantieren. Die Einheitlichkeit des Produkts, das wir anbauen, die fortlaufende Auslieferung 365 Tage im Jahr. Klimaanlagen, Licht- und Windmaschinen allerdings kosten reichlich Energie und Geld. Die Schattenseite von Fabrikprodukten. Geerntet wird schon nach 4 Wochen. Von Hand statt mit Maschine. Zu groß ist die Gefahr, die Stängel zu beschädigen, die Pflanze zu zerstören. Schließlich kann sie bis zu 10-mal abgeerntet werden. Kälteschock in der Verpackungshalle. 1200 Kilo Pflanzen werden hier Tag für Tag verpackt, bei knapp 4 Grad. Die Mitarbeiter wiegen jede Tüte einzeln ab. Bouchara passt auf, dass die Endprodukte schön und sauber aussehen, bevor sie in den Handel kommen. Wenn die Pflanzen auf Erde wachsen, haben sie Unregelmäßigkeiten. Man kann die Unterschiede sehen. Aber ist das noch Natur? Ob das nun Natur ist oder nicht, ist egal. Die Qualität zählt für den Verbraucher. Vertikale Landwirtschaft passt in jeder Hinsicht besser in die Welt von morgen, meint Direktor Fellows. Für mich ist diese Form der Landwirtschaft eine Revolution. Vor allem, wenn man sich die Probleme bei der Lebensmittelversorgung in der Welt anschaut, wie etwa Bodenerosion. Wir können nicht so weitermachen wie bisher, wenn wir bald 8 Milliarden Menschen sind. Bis 2050 sind es an die 10. Wenn wir uns den Bedarf an Land und Wasser anschauen, die die Landwirtschaft benötigt, ist das nicht mehr nachhaltig. Ein langer Tag liegt hinter ihr. 10 Stunden in einer sterilen Fabrik mit Pflanzen, die noch nie das Sonnenlicht erblickt haben. Bouchara Parambia mag den Job, glaubt an die Produkte. Und doch ist sie um 18.30 Uhr auch froh, mal wieder an die frische Luft zu kommen. Von Dubai auf die Azoren, das ist eine Inselgruppe im Atlantik. Und sie sind Namensgeber des für uns in Europa häufig wetterbestimmenden Hochdruckgebiets. Nun hat der Klimawandel aber auch Auswirkungen auf dieses Hochdruckgebiet. Was tut sich dort beim Klima genau? Der Meteorologe Diamantino Enriquez verrät es uns. Hallo, mein Name ist Diamantino Enriquez. Ich bin Physiker und Meteorologe. Ich spreche zu Ihnen von der wunderschönen Insel São Miguel bei den Azoren in der Mitte des Nordatlantiks. Ja, die Azoren, dieselben Inseln, die genau jenem Hochdruckgebiet ihren Namen geben, das Wetter und Klima in Westeuropa bestimmen. Das Klima verändert sich auch hier. Die Aussichten fürs Ende des Jahrhunderts sind alles andere als ermutigend. So wird die Anzahl der aufeinanderfolgenden Tage mit Starkniederschlägen um mindestens einen Tag im Jahr zunehmen. Die Höchstzahl der aufeinanderfolgenden trockenen Tage wird um weitere 5 Tage jährlich steigen. Auch die Zahl der Tropennächte wird sich deutlich erhöhen. Und nicht zuletzt werden die tropischen Stürme, die hier vorbeiziehen, immer stärker werden. Heißt, das Klima hat sich bereits verändert und wird sich weiter verändern. Die Frage ist heute deshalb nicht, ob wir den Klimawandel vermeiden können, sondern ob wir dazu künftig in der Lage sind.
Es ist bekannt, dass durch den Klimawandel Extremereignisse zunehmen. Zum Beispiel Sturzfluten, sogenannte Flash Floods. Aber haben Sie schon mal von Flash Droughts gehört? Also wörtlich übersetzt Blitzdürren. Nun, bisher war es so, dass die meisten Dürren typische jahreszeitlich bedingte Ereignisse waren. Oder dass Wetterphänomene wie El Niño sie verursacht haben. Das konnten Klimamodelle ganz gut vorhersagen. Inzwischen aber kommt es immer häufiger zu Situationen, die man bildlich als den perfekten Sturm beschreiben könnte. Alle gefährlichen Zutaten treten auf einmal auf. Also Trockenheit, gepaart mit extremer Hitze und auch noch kräftigem Wind, sodass es in kürzester Zeit noch schneller austrocknet. Solche Ereignisse erleben wir inzwischen weltweit und sie sind praktisch nicht vorhersagbar. Wo eine lang anhaltende Dürre derzeit für große Probleme sorgt, zeigt uns jetzt Carsten Schwanke. Spanien erlebt zurzeit die schwerste Dürre seit Messbeginn und das heißt seit mehr als 100 Jahren. Das Ganze begann eigentlich schon innerhalb der letzten 3 Jahre. Seit 2020 haben die Jahresregenmengen in Spanien nie ausgereicht, um den Wasserspeicher, um den Grundwasserspeicher zu füllen. 2022, also das letzte Jahr, war dazu das heißeste Jahr seit Messbeginn, seit über 100 Jahren. Und diese steigenden Temperaturen, die Hitze, befördern natürlich eine Austrocknung über die Verdunstung der Pflanzen. Und so sieht Spanien aktuell nach dem spanischen Dürremonitor aus, ein Bild des spanischen Wetterdienstes. Das Schlimme ist, dass auch in den nächsten Wochen keine großen Regenmengen zu erwarten sind. Ich habe mir mal die Wettermodelle angeschaut und bis zum Ende des Monats, bis Ende April geschaut, hier bis zum 1. Mai Wochenende. Und danach sieht es so aus, dass in weiten Teilen Europas Regen fallen könnte, Ausnahme Spanien. Die Dürre wird sich also weiter verschärfen. Trockenheit oder Hitze, diese Extreme klingen dramatisch. Was macht das mit uns eigentlich, der Gedanke an die Folgen der Erderwärmung? Haben Sie ein unwohles Gefühl oder kriegen Sie die Krise? Haben Sie regelrecht Angst oder verdrängen Sie es lieber, weil es sich sonst ja kaum aushalten lässt? Die sogenannte Klimaangst. Was macht sie mit uns und wie gehen wir damit um? Das erklärt uns jetzt Jennifer Siegler im Klimaformat Funkkolleg. Was ist, wenn sich die Erde um 3 Grad erwärmt? Und warum tun wir nicht alles, um genau das zu verhindern? Sollten wir jetzt alle in Panik verfallen? Das hat nicht nur mit Klimaforschung zu tun oder mit Politik, sondern sehr viel auch mit Psychologie. Aber bevor wir gleich zur Psychologie kommen, erstmal, wo stehen wir? 3 Grad, fragst du dich jetzt vielleicht, ist das nicht ein bisschen sehr negativ gedacht? Alle reden doch immer von 1,5 Grad Erderwärmung. Das stimmt, das ist das Ziel der Politik seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015. 2015 ist jetzt auch schon wieder eine Ecke her und mittlerweile sind wir hier bei der Erderwärmung. Im Durchschnitt ist es schon jetzt 1,1 Grad wärmer auf der Erde. Das heißt, da ist echt nicht mehr viel Spielraum und das spüren wir mittlerweile, sagt auch Sonja Seneviratne. Sie ist Professorin für Landklimadynamik in Zürich und forscht vor allem über Wetterextreme wie Trockenheit und Hitzewellen. Diesen Sommer 2022 hatten wir auch eine ausgeprägte Trockenheit in fast ganz Europa. Es gab eigentlich übermäßige Tote im ganzen Europa, also zwischen 16.000 bis 24.000 Leute, die zusätzlich gestorben sind, das was man normalerweise erwartet. Viele von denen waren eigentlich sind an der Hitze gestorben. Es gab auch sehr viel Feuer, also viel mehr, als wir je gemessen haben. Also ich muss schon sagen, ich würde sagen, ein Teil vom Horrorszenario sehe ich schon jetzt mit 1,1 Grad. Das macht Angst. Als Mensch Angst vor etwas zu haben, ist psychologisch gesehen erstmal eine ganz normale, uralte und an sich auch nützliche Reaktion. Und unser Gehirn hat 3 mögliche Arten, mit dieser Angst umzugehen. Allgemein kann man sagen, dass uns, wenn uns ein Gefahrenszenario geschildert wird, eigentlich genau das gleiche Handlungsportfolio bleibt wie schon unseren Vorfahren vor 100.000 Jahren. Und das sind genau die 3 Handlungsmuster, die wir alle kennen. Das ist Kämpfen, Flüchten oder Erstarren. Okay, also Angst sorgt dafür, dass ich entweder kämpfe, flüchte oder erstarre. Und klar, wir sollten jetzt natürlich alle kämpfen gegen das Monster Klimawandel. Und nicht erstarren vor Angst, nicht flüchten, den Klimawandel kleinreden und abtun als weit weg und betrifft mich nicht. Aber wie kommen wir dahin? Wie bringen wir uns selbst und die Gesellschaft dazu, sozusagen über die Angst ins Handeln zu kommen?
Dafür gibt es ein paar Tricks, die bei unserer Psyche ganz gut funktionieren. Um etwas an sich herankommen zu lassen, wirkt natürlich am besten selbst erleben, aber auch Erlebnisse von Bekannten hautnah erzählt zu bekommen. Wenn es sich um eine Geschichte handelt, reagieren wir emotionaler und sind deshalb auch eher bereit, ins Handeln zu kommen. Eine Geschichte mit handelnden Personen vermittelt uns eine Bedrohung viel konkreter, viel greifbarer als bloße Fakten. Genau das machen sich einige Initiativen zunutze, wie zum Beispiel das Urban Lab in Nürnberg. In dem Projekt Was wäre, wenn eine Stadt probt ihren Untergang, geht es um Nürnberg im Jahr 2035 und wie die Stadt unter einer extremen Hitze- und Dürrewelle leidet, wie es sie bis dahin durchaus geben kann. Urban Lab macht das möglichst anschaulich, unter anderem mit fiktiven Tagebucheinträgen. Ich bin heute um 4.30 Uhr aufgestanden. Das ist die kühlste Zeit des Tages. Und bin mit meinem Hund Fredda im Flussbett der Pegnitz nach Fürth gelaufen. Kein Leitungswasser trinken, sagen sie. Die Kläranlagen schaffen es nicht mehr. Zu wenig Wasser. Ganz schön heftig, oder? Panik. Panik, Panik. Ja, so ein Horrorszenario macht Angst. Das Projekt heißt auch nicht umsonst, eine Stadt probt ihren Untergang. Aber Urban Lab will eben nicht nur Angst machen, sondern diese Angst nutzen. Sich der Angst stellen und dann mit anderen darüber reden, nach vorne blicken, gemeinsam etwas tun. All das verringert die Angst vor der Klimakrise. Und wir alle müssen gemeinsam lernen, uns der faktisch ja total berechtigten Klimaangst zu stellen und damit gut umzugehen. Übrigens, noch mehr dazu finden Sie im Funkkolleg Klima, unter anderem in der ARD-Mediathek oder die Podcasts in der ARD-Audiothek. Tja, vor wenigen Tagen erst sind in Deutschland die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet worden. Und in der vergangenen Sendung ging es ja auch um Atomstrom. Jetzt haben die G7-Staaten, also die sieben wichtigsten Industrienationen, ein ambitioniertes Energieprogramm bis 2030 beschlossen. So sollen alleine in den kommenden 7 Jahren Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 1000 Gigawatt installiert werden. Also der Leistung von unglaublichen 1000 Atomkraftwerken. Dabei gibt es weltweit derzeit nur etwas mehr als 400 Atomkraftwerke. Das ist eine riesige Menge Strom. Da kann man schon mal staunen. Am Ende aber wird kein Politiker die Solarpaneele auf mein Dach schrauben, sondern nur ich selber bzw. ein von mir beauftragter Handwerker. Und diese Eigeninitiative führt derzeit zu wunderbaren Happenings, den sogenannten Solarpartys. Kaffee kochen für die Gäste. Anne Bussmann hat ihre Nachbarn eingeladen. Den Strom für ihre Maschine bezieht sie vom Dach. 2016 hat die Ingenieurin mit Photovoltaikanlagen angefangen. Im Laufe der Jahre hat sie ihr Haus mit Paneelen zugepflastert, zuletzt auch auf ihrem Carport. Bevor es den Kaffee gibt, führt Anne Bussmann ihre Gäste rum und zeigt voller Stolz, was ihre Anlage kann. Das Neueste, was bei mir dazugekommen ist, das ist die Guerilla-Anlage, also die Balkonanlage, ne, die also senkrecht steht, da Süden ist, bekomme ich da natürlich sehr viel Energie raus oder ist das ein großer Ertrag im Winter vor allen Dingen. Ne? In der Siedlung, in der Anne Bussmann lebt, gibt es kaum Dächer mit Photovoltaikanlagen. Das möchte die Maschinenbauingenieurin gerne ändern. Deshalb hat sie ihre Nachbarn zur Solarparty eingeladen. Natürlich möchte ich damit erreichen, dass möglichst viele so eine PV-Anlage auf dem Dach und auch unabhängig vom Geldbeutel, weil der Strom, also Energie wird teuer. Energie ist quasi die zukünftige Währung. Alles geht um Energie. Ohne Energie geht nichts. In der Parallelstraße wohnen Klaus Schilling und ein Haus weiter Peter Herbort. Die Nachbarn überlegen schon lange, ebenfalls auf Solarstrom umzusteigen. Aber noch hat Anne Bussmann sie nicht überzeugt. Alles eine Frage der Zeit und des Geldes, für einen großen Kredit aufzunehmen. Ich meine, Alter, keinen Bock mehr. Was mich derzeit da noch von abhält, ist dieser, ja, ich sag mal, Stumpfzwang. Der Rand ist, glaube ich, unheimlich groß geworden auf diese Solaranlagen, was zur Folge hat, dass die Handwerker, die eben zur Verfügung stehen, nicht wirklich da sind. Drinnen geht die Solarparty weiter. Neben Kaffee und Kuchen gibt es jetzt auch anschauliche Erklärungen. Anne Bussmann zeigt stolz, wie wenig Strom sie aus dem Netz braucht, wenn das Wetter mitspielt. Sonst wird es kompliziert. Nochmal. Man überlegt mehr, ne? Man guckt natürlich dann,
ist heute Sonne oder ne, wann ist diese Woche Sonne, dann wasche ich meine Wäsche oder so, ne? Oder muss ich meine Spülmaschine heute anstellen? Solarpartys wie diese sind gerade im Trend. Meistens wird auch jemand vom Fach dazu eingeladen. Heute ist das Manfred Einerhand, damit alle Fragen beantwortet werden. Die am häufigsten gestellt wird, lautet: Wir haben hier unser Haus, was passt da so drauf? Wie groß wird das? Wie teuer wird das? Und wie viel von unserem Stromverbrauch können wir dann senken? Im Sommer will Anne Bussmann die nächste Solarparty ausrichten. Wer weiß, wie viele Paneele bis dahin noch an ihrem Haus dazugekommen sind und ob sie den ein oder anderen Nachbarn vom Solarstrom überzeugen konnte. Ich kann jetzt mit Bernhard Seitz sprechen. Dieser Mann ist in erster Linie Physiklehrer in Lüneburg, aber er ist Solarbotschafter und seit einigen Monaten führt er auch solche Solarpartys durch. Herr Seitz, wie läuft das? Ja, ausgesprochen gut. Also ich habe angefangen im September 2022 und wir sind jetzt am kommenden Samstag mit der 14. Solarparty am Start. Haben da dann insgesamt 300 Teilnehmer gehabt bis dahin und ich würde mal sagen, bis zum heutigen Tag ist die Nachfrage ungebrochen. Sagen Sie mal, Sie machen das ja ehrenamtlich. Warum? Ja, das ist natürlich ein bisschen länger gewachsen. Also natürlich eigentlich letzten Endes schon seit dem Studium über die Tätigkeit als Lehrer, Solaranlage auf dem Schuldach gebaut, die Eigensolaranlage auf dem Dach seit 10 Jahren und ja hier vor Ort in Lüneburg seit ja doch geraumer Zeit in einer Klimaschutzinitiative tätig. Und ja, das prägt einfach. Und dieses Prägende, funktioniert das bei den Solarpartys? Also wenn Sie sagen, die 14., kann man sagen, es läuft? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, mittlerweile sind wir auch 5, muss man sagen, 5 Solarbotschafter. Also wir teilen uns die Arbeit. Also ich alleine würde es ehrenamtlich auch gar nicht schaffen. Dafür hätte man dann doch auch nicht die Zeit. Also das sind ja doch immer Wochenendtermine und das ganze Organisieren kostet einfach eine Menge. Ja, aber die Motivation ist halt einfach groß. Hier in Lüneburg haben wir im Prinzip das auch gemacht, was in Berlin gerade gescheitert ist. Also dieses klimaneutral 2030 ist hier seit 1,5 Jahren beschlossen. Und jetzt gucken wir halt als Stadtgesellschaft auch, und wir speziell, also was können wir da als Einzelne für tun, dass das nicht nur Fiktion bleibt, sondern auch Wirklichkeit wird. Ja, also man kennt das von Plastikdosen oder von Küchenmaschinen, dass man solche Hauspartys macht. Sie machen das mit Solaranlagen. Macht man das einfach so, wie man will oder gibt es dafür sowas wie eine Ausbildung? Das Ganze wird ja von einer Initiative, die heißt Pax draufgetragen, wiederum ein Trägerverein, Solarenergieförderverein in Aachen, der das verantwortet. Dafür wird man online geschult. Das ist Bedingung, dass man sich dort halt mal Nachmittag trifft. Aber natürlich, die meisten, die da anfangen, die haben eigentlich das Technische alles auf dem Kasten. Das geht eigentlich dann mehr darum, dass man so die gleiche Sprache spricht, die gleiche Philosophie vertritt. Da kriegt man dann halt auch entsprechend Material gestellt, so eine PowerPoint-Präsentation, mit der man halt dann vor Ort aktiv ist. Ja. Die kann man sich aber nach eigenem Gutdünken anpassen, jeder hat ja so seine Schwerpunkte. Es gibt ja sicherlich jetzt viele Menschen, die auch eine Solaranlage haben, die sagen, Mensch, da hätte ich ja vielleicht Lust. Vielleicht so ein kleiner Tipp, wie man loslegt? Einfach anfangen. Also ja klar, man meldet sich an zu so einer Fortbildung, hat dann da ein Netzwerk, mit dem man sich austauschen kann. Und ansonsten heißt es einfach nur Mut haben, die ersten Leute ansprechen. Man sucht halt Leute, die dann auch die PV-Anlage vorstellen. Man braucht halt entsprechend Gastgeber, wenn man es nicht selber kann. Wir haben das hier aber auch so geregelt, dass wir ein tolles Agreement mit der Stadt haben, die uns unterstützt und Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Ist ja nicht so jedermanns Sache, so 20, 30 Leute im Wohnzimmer sitzen zu haben, wie das ja eben im Filmausschnitt war. Also ja, muss jeder seinen Weg finden. Also das ist dann schon eine Herausforderung, aber eine, die scheint Spaß zu machen. Dankeschön an dieser Stelle, Herr Seitz, Ihnen alles Gute. Danke Ihnen ebenfalls. Tschüss. Und das war's heute von der Klimazeit. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Tschüss.